Und jetzt sind wir hier wieder nach Burger und bei Pizza, beim Kochen und Backen. Ne? Perfekt für Eva. Hey Leute, was geht? Kann ich mal spielen, mehr zu geben? So Leute, willkommen zu einer neuen Roblox-Obi. Ja, das ist die YouTube-Obi. Ja, also wir sind klar auf YouTube, aber das ist die YouTube-Obi. Und wir versuchen aus YouTube zu entkommen und den ganzen YouTubern dort drinne. Also vor den ganzen verrückten YouTubern. Ja, natürlich auch vor mir. Das heißt, ich entkomme auch vor mir selber und auch vor anderen. Vielleicht auch vor Freunden, die ich kenne. Wer weiß, vielleicht habt ihr es im Thumbnail gesehen. Ne? Auch vor diesen Leuten muss ich hier anscheinend heute entkommen. Oh, hier ist Snoop. Was der jetzt damit zu tun hat, keine Ahnung. Und das ist alles natürlich in diesem Rot-Weiß von YouTube. Und das wird natürlich besonders schwer hier bei diesem Lava-Obstacle. Oder bei diesen Dingern hier. Gar nicht so einfach. Und wir versuchen hier zu entkommen. Und das ist natürlich das perfekte Ding, um über YouTube zu reden. Oder welche Videos ich so gerne auf YouTube schaue, ne? Natürlich schaue ich mir nicht gerne meine Videos an. Oder unsere allgemein. Da bin ich ganz ehrlich. Also in meiner Freizeit nicht. Ne? Natürlich macht... Es macht mir natürlich mega Spaß. Richtig Spaß, diese Videos zu produzieren. Ne? Und danach auch, nachdem die geschnitten wurden, dann auch anzuschauen. Ohne Frage. Aber ich schaue mir jetzt nicht in meiner Freizeit meine eigenen Roblox-Videos an. Das ist... Alleine schon hängt das damit zusammen, dass ich meine eigene Stimme... nicht hören möchte. Geht gar nicht. Nee, glaubt mir, Leute. Ihr kennt das bestimmt auch. Wenn ihr eure Stimme in einem Video hört, dann denkt ihr, das ist meine Stimme oder das müssen sich die anderen antun. Ja, ich habe mich irgendwie schon dran gewöhnt. Natürlich, ich weiß jetzt, wie meine Stimme klingt in Videos, aber freiwillig das mir geben? Niemals. Ich schaue mir tatsächlich aber eher so Gaming-Videos an. Aber was ich mir zum Beispiel sehr gerne anschaue, ist zum Beispiel Paluten. Kennt ihr vielleicht. Ne? Und mit GLP und so. Das schaue ich mir sehr gerne an. Besonders, wenn die momentan spielen, die ja oft wieder diese Olympischen Spiele. Das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Ich muss da immer sehr, sehr viel lachen. Das schaue ich mir sehr, sehr gerne an. Was schaue ich mir noch an? Lass mal kurz überlegen. A Gamers Are Awesome. Das sind so... kurze Zusammenschnitte von so Clips aus Videogames, egal welche, ne? So coole Momente, würde ich jetzt mal behaupten, ne? Achso, das ist ein falscher Weg. Aha! Was denn noch? Was denn noch? Was denn? Domtendo gucke ich mir sehr, sehr gerne an. Was? Warum fange ich jetzt von hier vorne wieder an? Hä? Warum fange ich denn jetzt von hier vorne wieder an? Da steht doch Stage 16. Och nö. Habe ich irgendeinen Checkpoint vergessen? Nein, das kann doch gar nicht sein. Warte mal, warte mal. Ich muss das einmal kurz checken und dann machen wir bei Stage 16 wieder weiter. Okay. Es hat jetzt geklappt. Ich habe die Lobby einfach gewechselt, den Server. Ich glaube, ich hatte irgendeinen Bug. Weil jetzt... warum steht da oben jetzt nicht mehr? Eben stand da noch die Nummer. Och nö, nicht schon wieder, oder? Eben war, bis hier gab es überhaupt keine Probleme. Okay, jetzt scheint es doch wieder zu funktionieren. Na egal, machen wir jetzt einfach mal weiter. Okay, ich folge dir. Sehr gut. Und jetzt? Weißt du, wo wir lang müssen? Yes, sehr gut, vielen Dank. Ach, guck mal, hier ist sogar ein Game Boy Advance. Doch eine YouTube-Obi. Na egal. Wo war ich stehen geblieben? Was ich sonst so gerne auf YouTube schaue. Also, wir hatten schon gesagt. Ja, PewDiePie gucke ich mir wieder sehr, sehr gerne an. Eine Zeit habe ich den nicht verfolgt, aber nicht, weil ich keine Lust auf ihn hatte, sondern einfach, weil der Content nicht so mein Ding war. Der hat jetzt wieder Gaming Week gehabt. Ja, also, das heißt, er hat wieder gespielt, das, was er eigentlich, womit er eigentlich angefangen hat. Das fand ich eigentlich sehr, sehr cool. Der hat auch Minecraft gespielt, auch sehr witzig. Mit Jürgen. Meme Review ist natürlich auch cool. Ist wahrscheinlich aber nichts für euch. Sonst, lass mal überlegen. Ich glaube, sonst schaue ich gar nicht so viel auf YouTube. Boah. Wenn mir zwischendurch langweilig ist, schaue ich mir noch so alte Wine Compilations an.
das sag ich bestimmt. Also so kurze, diese kurzen, witzigen Videos. Die schaue ich mir zwischendurch echt noch gerne an, wenn ich irgendwas im Hintergrund laufen lasse. Wenn ich irgendwas im Hintergrund habe. Na, was irgendwas. Mann! Irgendwas, was im Hintergrund laufen soll. So, jetzt. Die deutsche Sprache, schwere Sprache. Das schaue ich mir ganz gerne an. Also bei Paluten, wie gesagt, gerne, wenn er mit, ich glaube, wie nennt er sich, der Freedom Squad? Ne, diese Simulatoren und so, schaue ich mir jetzt nicht so gerne an. Aber nicht, weil die Schnelle ist einfach nicht so mein Ding, das anzuschauen. Selber zu spielen macht Spaß, aber schauen wir das nicht so gerne an. Und sonst, ich glaube, auf YouTube relativ wenig. Fernsehen gucke ich gar nicht mehr. Habt ihr ja schon mal hier und da wahrscheinlich mitbekommen. Sonst schaue ich mir sehr gerne Amazon und Netflix, ach, ein paar Serien an. Scrubs, meine absolute Lieblingsserie. Gibt es wieder bei Amazon. Prime gab es oder gibt es immer noch. Wirklich meine absolute Lieblingsserie. JD und Turk. Kommt auch gar nichts ran. How I Met Your Mother ist auch sehr cool. Und sonst. Ja, diese Netflix-Originale hier hat hier letztes schon Stranger Things und so. Ja, kann ich mir zwischendurch, aber ich bleib da nicht so lange dran. Bin ich ganz ehrlich. Sonst gucke ich auch eher viele Filme. Science Fiction, Interstellar, absoluter Lieblingsfilm. Hab ich glaube ich auch schon mal erzählt. Ach nee, will ja nicht die falsche Tür jetzt oder was? Oh, das ist so. Am wenigsten stirbt man da nicht. Aber man muss ein. Das ist gut. Ja. Aber was, ich bekomme natürlich, ich sag mal, viele Trends auf YouTube bekommt man natürlich mit. Ne, international oder in Deutschland. Die bekomme ich schon mit, also so ist es nicht. Ich bin ja jeden Tag auf YouTube. Da muss ich ja schon alleine. Ne, wenn ich hier coole Videos produzieren möchte, dann muss ich ja schon jeden Tag auf YouTube sein. Alles andere schaue ich mir zwischendurch mal an. Guck, was so in anderen Ländern noch so geht. Besonders auch in der Türkei schaue ich mir sehr gerne an. Ja, ich kann Türkisch. Deswegen schaue ich mir auch sehr gerne an, was so in der Türkei dann zwischendurch geht. Pizza? Okay, sind wir jetzt. Vielleicht sind wir in den. Vielleicht war das eine YouTube Gaming. Und jetzt sind wir hier wieder nach Burger und bei Pizza. Beim Kochen und Backen. Ne? Perfekt für Eva. Versuche ich zu entkommen. Also hier mit Rot auf Rot ist gar nicht so einfach, muss ich sagen. Ist auf diesen Plattformen, das erinnert mich schon wieder dann an Wipeout durch die Farben hier. Ist natürlich auch Rot, Blau, Weiß, glaube ich. Aber Rot, Weiß und ein bisschen so hellblau. Türkis. Okay, wo wir jetzt angekommen sind, weiß ich nicht. Stage 43. Ich glaube, wir kommen so langsam zum Ende. Sehr gut. Ach ja, und was ich mir sonst super gerne anschaue. Okay, klar, vergessen. Speedruns. Speedruns schaue ich mir sehr, sehr gerne an. Besonders so von älteren Spielen. Das schaue ich mir sehr, sehr gerne an. War klar, dass ich direkt den falschen Weg wähle. Das war klar. Egal. Vielleicht hier? Auch nicht. Auch wieder nicht! Das kann doch nicht sein! Da bräuchte ich jetzt Nina. Die hat das eigentlich immer ganz gut drauf hier mit den Wegen. Da weiß sie immer ungefähr, wo sie hin muss. Nicht nur ungefähr, sondern sie weiß es meistens auf Anhieb. Vielleicht schummelt sie auch. Wer weiß. Nein, natürlich nicht, das geht nicht. Oder doch? Vielleicht holt sie sich Adminrechte. Okay. Da! Ah, den Sprung habe ich nicht mehr geschafft. Schade. Reißen wir aber durch. Wir sind bei Stage 47. Das ist hier Ninja Warrior. Okay, dann geht's hier rüber. Aber so an sich war die Obi ganz in Ordnung. Ist
zwar, ich würde jetzt sagen, eine Standard-Fun-Obi. Aber hier zum ersten Mal sehe ich so Diamanten oder so. Hm. Aber sonst, ziemlich coole Idee. Mit der YouTube-Obi. Hat mir wirklich sehr, sehr gefallen. Was sagt ihr, Leute? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und auch zu dem, was ich heute so ein bisschen erzählt habe. Bestimmt kennt ihr den einen oder anderen, den ich hier erwähnt habe. Ist ja klar. So, dann geht es durch das YouTube-Symbol. Und wir sind da. Ich glaube, es gibt noch Marshmallow-Obi von diesem, von dieser Creatorin oder diesem Creator. Aber hiermit haben wir die YouTube-Obi geschafft. Wir sind aus YouTube entkommen endlich mal. Und jetzt können wir uns endlich mal hier im Freien ein bisschen entspannen. Ohne YouTube, Leute. Das solltet ihr auch bei gutem Wetter auf jeden Fall. Und auch bei schlechtem Wetter mal zwischendurch. Schadet auch nicht. Naja, Leute. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Wenn es euch gefällt, Daumen nach unten. Überhaupt kein Problem. Lasst doch gerne ein Abo dafür weitere Roblox, Minecraft oder auch zwischendurch Fortnite-Kreativmodus-Gameplays. Da gibt es auch hier und da mal so ein Death Run entkommen. Ne? Wenn ihr da nichts verpassen wollt, wisst ihr Bescheid. Gerne kommentieren, Glocke aktivieren und auch gerne weitere Videos abchecken oder auch gerne Instagram. Kan-XY. Und dann verabschiede ich mich. Ciao!